Und nochmal die herzliche Bitte, wir wissen, dass es ganz schwer ist, sich von uns zu trennen hier, aber langsam euch zu bewegen auf die andere Seite des Platzes, damit die anderen Menschen, die hinter der Bühne jetzt stehen, noch die Chance haben, auf den Platz zu kommen. Und glaubt es uns, da hinten befinden sich wunderbare LED-Wände, wo ihr uns besser sehen könnt, als ihr uns jemals hier gesehen habt. Hier. Kommen wir zum zweiten Redeblock unserer Auftaktgebung. Der beginnt mit jemandem, den viele von euch schon kennen von vielen Kundgebungen zu TTIP und CETA, für eine andere Agrarpolitik oder für den Klimaschutz. Unser nächster Redner ist Hubert Weiger, ein Mann, der sein Leben der Natur und der Umwelt gewidmet hat. Hubert Weiger kämpft seit vielen Jahren als Vorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz wie und je in Deutschland und in Bayern für den Erhalt der Umwelt. Mit über 600 Veröffentlichungen hat er den bedrohten Ökosystemen eine Stimme gegeben. Und er ist zum Beispiel auch Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Und immer mehr wird klar, Matthias Mirsch hat es eben schon angesprochen, dass TTIP und CETA mit den gerade verabschiedeten Regeln der UN für Nachhaltigkeit und auch mit dem Klimaschutz überhaupt nichts zu tun haben. Was TTIP und CETA mit der Umwelt zu tun haben, erläutert uns jetzt Professor Dr. Hubert Weiger. Herzlich willkommen. Ich will mal kurz bitten, die Kamera zu halten. Ich wollte noch eine kleine Initiative ausmachen. Einfach nur draufhalten auf ihn. Besten Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Marita Strasser, lieber Ernst-Christoph Stolper, liebe Freundinnen und Freunde einer gerechten Welt, wenn ich Sie so ansprechen darf. Wir sind heute wieder einmal zusammen, um sichtbar gegen einen Prozess Gesicht und Flagge zu zeigen, der uns gemeinsam bedroht, nämlich den Prozess der gnadenlosen Ökonomisierung unserer Welt. Und dieser Prozess dokumentiert sich in den sogenannten Freihandelsabkommen, die keine Abkommen sind für einen fairen Welthandel, sondern Abkommen, um die Gewinne der Konzerne, die in Quartalszeiten denken, zu maximieren, zulasten der Umwelt, zulasten sozialer Fragen und erst recht zulasten kommender Generationen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam demonstrieren, denn nur gemeinsam haben wir die Chance, gegen diese milliardenschwere Konzerne auch etwas politisch zu bewegen. Und deswegen ein herzliches Dankeschön, dass Sie sich hierher nach Hannover auf den Weg gemacht haben, um eindringlich an Merkel und Obama zu appellieren, verlasst diesen falschen Weg. Ihr habt eigentlich geschworen, euch für die Überlebensinteressen eurer Völker einzusetzen und nicht für die Konzerninteressen. Und beachtet diese Eide. Und es geht uns damit natürlich nicht gegen die USA. Wir wissen, dass es in den USA durchaus Standards gibt, die höher sind als unsere und denen wir unter anderem die Aufdeckung des erbärmlichen VW-Skandals zu verdanken haben. Wir wissen aber auch, es gibt genauso niedrigere Standards zulasten der Umwelt im Bereich der Tierhaltung, Stichwort Hormonfleisch, im Bereich der Agrogentechnik. Und genauso haben wir bei uns höhere Standards im Bereich von Chemikalien, wir haben aber niedrigere Standards im Bereich der Gesundheit. Das heißt, es geht nicht darum, gegen gemeinsame Standards zu kämpfen, sondern gegen den Prozess, dass eben nicht die höheren Standards die Grundlage eines gemeinsamen, fairen Handels werden, sondern die möglichst niedrigen Standards im Umwelt-, im Sozial- und im Kulturbereich, um Privatgewinne zu maximieren. Und das dokumentiert sich in vielen Papieren, die wir haben. Das dokumentiert sich natürlich besonders auch in den sogenannten Sondergerichten, in den Schiedsgerichten. Gerichte, die in hochentwickelten Rechtsstaatssystemen nicht notwendig sind, die aber
natürlich den Konzerninteressen dienen und die letztendlich dazu dienen, dass die Konzerne ihre Interessen durchsetzen können. Das jüngste dramatische Beispiel erleben wir zurzeit in den USA. Das kanadische Unternehmen TransCanada droht der US-Regierung, sie vor einem privaten Schiedsgericht auf 15 Milliarden US-Dollar Entschädigung zu verklagen. Warum? Weil Präsident Barack Obama nicht zuletzt aufgrund der amerikanischen Umweltbewegung den Bau einer Ölpipeline nicht genehmigt hat. Diese Pipeline war hoch umstritten, weil sie erhebliche Risiken für die Umwelt mit sich gebracht hätte. Diese Pipeline sollte Öl aus Teersanden von Kanada in die USA transportieren. Teersande, die eine der klimaschädlichsten Energieträger überhaupt darstellen. Bei ihrem Abbau wären ganze Regionen bedroht. Sie war damit ein unübersehbares Risiko. Umweltorganisationen und Anwohner haben erfolgreich seit Jahren gegen diese Pipeline gekämpft. Und nachdem diese Entscheidung des Präsidenten gefallen ist, die Klage aufgrund des entsprechenden NAFTA, nordamerikanischen Freihandelsabkommen, USA, Kanada, der Konzerne, die gesagt haben, wir haben Gewinnerwartungen, die wir letztendlich jetzt aufgrund eurer politischen Entscheidung nicht mehr realisieren können. Und deshalb verklagen wir euch. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir das akzeptieren, ist das das Ende unserer Demokratie. Dann entscheiden Sondergerichte über die Parlamente. Und deshalb ist unser Kampf nicht ein Kampf gegen Handel. Es ist gegen einen Handel, der letztendlich nicht fair ist, der nur den Interessen einiger weniger dient, zulasten nicht nur des Gemeinwohls, sondern zulasten unserer Demokratie. Und dafür sind wir seit Jahrzehnten auf die Straße gegangen, um demokratische Mitwirkungsrechte zu erreichen. Wir haben damit einiges durchgesetzt. Und wie wir vorher bereits von unserem holländischen Freund gehört haben, wir wären noch weiter, wenn wir noch mehr direkte Volksdemokratie in Deutschland, in der Europäischen Union hätten. Dafür müssen wir kämpfen und nicht für das Gegenteil. Wir treten also ein, wenn wir TTIP und CETA ablehnen, für einen Handel, der ökologisch und sozial nachhaltig ist. Für einen Handel, der eben der Freiheit nicht der Konzerne dient, sondern den Überlebensinteressen von uns. Und wir brauchen damit letztendlich endlich eine Handels- und Investitionspolitik, die auf hohen ökologischen und sozialen Standards beruht, die nachhaltige Entwicklung in allen Ländern fördert. Und ich halte es persönlich für pervers, wenn zwei führende Staatsleute der Welt sich einsetzen für Handelsabkommen, die das Gegenteil von den Zielen realisieren, die sie erst im Herbst letzten Jahres in New York unterschrieben haben, nämlich dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Wir können dieses Leitbild vergessen, national wie weltweit, wenn TTIP und CETA die Blaupause für einen sogenannten Welthandel sind. Und deswegen müssen wir dagegen kämpfen. Das heißt, wir kämpfen hier und heute für soziale und ökologische Leitplanken, für eine Globalisierung, die uns allen dient, die die Vielfalt erhält, die die Vielfalt nicht zerstört, die erkennt, zu unserem Leben gehört mehr als materieller Wohlstand, dazu gehört die soziale Gerechtigkeit, dazu gehört die kulturelle Vielfalt. Und deswegen ist es so fantastisch, dass sich wieder einmal hier in Hannover eben nicht nur Natur- und Umweltverbände, sondern Sozialverbände, Dritte Weltgruppen, Gewerkschaften mit demokratischen Parteien und Parteivertretern zusammenfinden, um genau gemeinsam mit Kulturschaffenden für diesen Prozess einzutreten. Wir haben nicht die Milliarden, aber wir haben die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns. Und die müssen wir in demokratische Prozesse umsetzen. Ich danke Ihnen.
Vielen Dank, Hubert Weiger. Ihr habt gesehen, während der Rede ist es hinter uns schon etwas bunter geworden. Und während wir die nächsten Randredner ankündigen, wird es etwas lebhafter auf der Bühne. Ihr kennt das ja schon von der Demonstration in Berlin im letzten Oktober. Die Bühne gehört jetzt dem regionalen Jugendnetzwerk. Und für das regionale Jugendnetzwerk sprechen nun gemeinsam Lionel Freischaber, Minu Bakbani und Wiebke Fischer. Herzlich willkommen. Hallo Hannover, hallo Demo. Wir möchten noch einmal betonen, warum der Protest gegen TTIP und CETA gerade für die Jugend so wichtig ist. In unserer Arbeit als Jugendverbände ist uns besonders wichtig, Jugendlichen eine Möglichkeit zur Teilhabe zu bieten. Wir wollen selber aktiv sein, selber Verantwortung tragen, uns in politische Prozesse einbringen und andere und uns selber zu wichtigen Themen informieren. In unserer Arbeit praktizieren wir Basisdemokratie und Mitspracherecht für alle. TTIP und CETA stehen für das genaue Gegenteil. Nur wenige Menschen haben eine Möglichkeit, die Vertragsentwürfe einzusehen. Und diese wenigen Menschen dürfen noch nicht einmal über das, was sie gelesen haben, reden. Noch viel weniger Menschen haben Einfluss auf die Inhalte der Verträge. Normale Bürgerinnen und Bürger haben keine Chance, sich hier einzubringen, außer sie gehen auf die Straße, so wie wir heute, und schreien oder singen ihren Protest heraus. Eigentlich dachte ich immer, die Älteren sollen den Jüngeren ein Vorbild sein. Falls unsere Regierung dies auch einmal angestrebt hat, ist sie bei CETA und TTIP gescheitert. Diese Verhandlungen sind nicht, wie ich mir Demokratie vorleben vorgestellt habe. Ich behaupte, das können wir Jugendlichen besser. Meine Botschaft an Merkel und Obama ist, Intransparenz ist kein Wert, den wir lernen wollen. Wir fordern transparente Verhandlungen und eine Politik, die uns Jugendlichen nicht die Zukunft verbaut. Ich fühle mich ohnmächtig, hilflos, wenn es um das Thema TTIP geht. Trotz meines Engagements dagegen habe ich das Gefühl, dass es keinen interessiert, was ich möchte. Heißt es nicht immer, die Jugend ist die Zukunft? Wieso lässt man uns dann so außen vor? Sollte man nicht uns fragen, was wir wollen? Wir haben ein Recht darauf, gehört zu werden. Die meisten Menschen wissen nicht, was TTIP ist, weil es so intransparent verhandelt wird. Die Leute müssen wissen, was auf sie zukommt, wenn das Freihandelsabkommen durchgesetzt wird. Und erst, wenn allen die Folgen und möglichen Folgen bekannt sind, kann und muss man die Menschen fragen, was sie von TTIP halten, insbesondere uns, die Jugend. TTIP bedeutet Standardsenkung. TTIP bedeutet leichtsinnigen Umgang mit Chemikalien und Gentechnik. Und TTIP bedeutet Verseuchung der Umwelt. Es ist wichtig, dass wir mit der Welt gut umgehen, sie wertschätzen und sie mit Respekt behandeln und nicht so, als hätten wir eine zweite im Keller. Ich habe Angst, dass die Erde in 20, 30, 50 Jahren komplett verseucht ist. Wenn ihr nicht jetzt euer Bewusstsein ändert, wird es bald zu spät sein. Wir müssen a priori handeln. Heute, jetzt. Ihr hattet eure Chance, jetzt sind wir dran. Ihr hattet euer Leben und jetzt wollen wir unseres leben. Ich will selbst bestimmen können, wie ich lebe, in was für Verhältnissen ich lebe. Und wenn das Freihandelsabkommen noch so gut für die Wirtschaft ist, wie gut ist es für unsere Gesundheit? Geld kann man nicht essen und Umweltkatastrophen unterscheiden nicht zwischen arm und reich. Ich stimme einem Abkommen nicht zu, weil es gut für die Wirtschaft ist, weil Zollgebühren abgeschafft werden. Ich stimme dann zu, wenn ich ein Leben in guten, umweltfreundlichen Verhältnissen führen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass Europa 2050 komplett durch Chemikalien verseucht ist. Ich bin jetzt 17 Jahre alt. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und sagen wir mal, ich habe noch 70 Jahre zu leben. Ich werde nicht zulassen, dass über meinen Kopf hinweg entschieden wird, in welchen Verhältnissen ich in dieser Zeit lebe.
dass die sogenannten Freihandelsabkommen TTIP und CETA den Menschen in den Vertragsländern schaden, ist soweit bekannt. Jedoch ist der Schaden, den solche Neoliberalisierungsabkommen ausrichten, nicht auf diese Länder beschränkt. Es wird zu weiteren Lohnsenkungen, steigender Arbeitslosigkeit und verminderter Qualität von Waren und Dienstleistungen kommen. Und das nicht nur hier. Dies ist eine Folge des verstärkten Wettbewerbs. Vielmehr wird der damit geschaffene einheitliche Wirtschaftsblock Länder mit einer schwächeren Wirtschaft ökonomisch erdrücken. Die Folgen hiervon sind wirtschaftliche wie politische Abhängigkeiten verbunden mit massiver Ausbeutung und Armut. Dieser schon bestehende wirtschaftliche Neokolonialismus, der durch die Abkommen nochmals zunehmen wird, ist mit der Grund für Umweltzerstörungen gigantischen Ausmaßes, Kriege und Verelendung. Der jetzige Neokolonialismus ist der Fluchtgrund für sehr viele der Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Einige wenige dieser Menschen, die wir zur Flucht gezwungen haben, suchen bei uns Zuflucht. Und wir sollten diese Menschen willkommen heißen, denn es ist unsere Wirtschaft und unsere Politik, die ihre Lebensgrundlagen zerstört. Doch stattdessen schottet sich Europa militärisch ab und die Menschen verzweifeln an der Kälte unserer Gesellschaft im Lager von Idomeni, in Moria, in Nordafrika und der Türkei. Öffnet die Grenzen für Menschen, nicht für Waffen oder andere Waren. Und so wie diese Menschen versuchen, die Grenzen zu überwinden, so sollten wir versuchen, dieses System zu überwinden, das diese Grenzen überhaupt benötigt. Das System, das zu Hunger, Leid und Ausbeutung führt, welches Armut braucht und Kriege benötigt und verursacht. Das System, das Grenzen benötigt, um sich abzuschotten und das Freihandelsabkommen wie TTIP hervorbringt. Dieses System hat einen Namen, Kapitalismus. Und genau diesen gilt es zu bekämpfen. Kapitalismus! Denn sogenannte Freihandelsabkommen können nicht isoliert betrachtet werden und Kritik an ihnen muss konsequenterweise antikapitalistisch sein. Hierbei muss aber angemerkt werden, dass verkürzte Kapitalismuskritik nur eins ist, verkürzt, nicht antikapitalistisch. Aluhüte, RechtspopulistInnen, Verschwörers, Antisemiten und AntisemitInnen haben auf dieser Demo nichts zu suchen. Es gilt, an die Wurzel des Problems zu gehen, radikale Kritik an dem System zu äußern und die derzeitige Gesellschaft zu hinterfragen. Danke. Liebe Judith, unser Leben liegt noch vor uns. Steht auf für eine lebenswerte Zukunft. Ja, vielen Dank, Lionel, Minou, Wiebke und all die anderen und dafür, dass sie uns deutlich gemacht haben, wofür wir hier arbeiten, nämlich für die Zukunft unseres Landes, für die Zukunft, für unsere Jugend. Gebt nochmal einen großen Applaus für die regionalen Jugendnetzwerke. Und es ist immer noch so, herzlichen Dank, es ist immer noch so, dass Menschen hier rechts von der Bühne nicht durchkommen zur Demonstration. Deswegen nochmal die ganz herzliche Bitte, es tut mir ja selber sehr weh zu sagen, geht weg. Das macht man ja nicht so gerne, aber geht bitte, ich sage jetzt nicht geht weg, aber geht bitte an die Spitze der Demonstration, die sich am anderen Ende des Platzes bildet. Macht Platz für die Menschen, die immer noch kommen aus den Bussen, aus den Zügen. Es gibt viele verspätete Busse, es gibt verspätete Züge. Heute, wir haben immer noch mehr Menschen, die kommen und die nicht auf den Platz kommen, weil sie von hinter der Bühne kommen. Ihr könnt das nicht sehen. Deswegen bitte geht auf das andere Ende des Platzes. Und nochmal, es gibt dort wunderschöne LED-Wände und Lautsprecherboxen. Ihr könnt auf dem gesamten Weg uns und die Redner und die Künstler betrachten. Deswegen bitte macht Platz, seid so solidarisch, vor allem hier auf der rechten Seite. Ich sehe, es bewegt sich jetzt schon ein bisschen, dass die Menschen durchgehen können an der rechten Seite hier von uns gesehen, an der linken von euch, dass ihr dort Platz macht, dass ihr schon ein bisschen in Richtung Demonstrationsspitze geht am Ende des Platzes. Wenn ihr dort nicht hingeht, werdet ihr auch nicht mit auf der Demonstration bei den Ersten sein. Vielleicht ist das ja das, was euch lockt. Genau, wir kommen nämlich jetzt, wir haben noch zwei Redner für die Auftaktkundgebung und dann geht es auch schon los.
Und die gute Nachricht ist, alle Züge nach Niedersachsen sind wirklich rappelvoll, haben wir gehört. Also das wird eine richtig große Demo hier. Aber jetzt begrüßen wir unseren nächsten Redner, Olaf Zimmermann. Olaf Zimmermann wurde vom Kunsthändler zum Publizisten, vom Publizisten zum Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und von einem Kämpfer für unsere Kultur in diesem Land zu einem Kämpfer gegen TTIP und CETA. Ja, das finde ich auch. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass der Kulturrat mit bei allen diesen Sachen bisher solidarisch alles mitgemacht hat. Das ist ein ganz tolles Engagement der Kultur in diesem Land und das kann man auch sagen hier im Angesicht der Oper, wo eben auch deutlich wird, dass wir dafür kämpfen, dass das noch im staatlichen, im städtischen Besitz bleibt. Olaf Zimmermann ist Gründer und gemeinsam mit Theo Geißler Herausgeber der Zeitschrift Politik und Kultur. Er ist Mitglied im Stiftungsbeirat der Kulturstiftung des Bundes, im Stiftungsbeirat der Stiftung Lesen und in ganz vielen anderen Gremien als Geschäftsführer des Kulturrates. Olaf Zimmermann ist heute hier bei uns, um uns zu sagen, was TTIP und CETA mit Kultur zu tun haben. Olaf Zimmermann, herzlich willkommen, Sie haben das Wort. Na, liebe Freundinnen und Freunde, Sie haben es gerade eben schon gesagt, es ist erst das zweite Mal, dass sich der Deutsche Kulturrat an einer Demonstration beteiligt. Und ich freue mich sehr, dass wir das hier gemeinsam machen, nicht wahr, zum zweiten Mal gegen TTIP und CETA auf die Straße gehen. 250.000 Menschen waren wir in Berlin. 250.000 Menschen. Eine tolle, eine unglaubliche Demonstration. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele wir jetzt sind, aber es ist so viel, dass ich glaube, das wird ein ganz großer Erfolg jetzt hier heute in Hannover werden. Darüber freue ich mich. Yeah. Liebe Freunde, wir sind viele und weil wir so viele sind, sind wir auch stark. Und der gesamte Kulturbereich, wirklich der gesamte Kulturbereich unterstützt euch. Das heißt, die Künstler, die Kultureinrichtungen, aber auch die Kulturwirtschaft. Die Künstler, also die Schriftsteller, die Musiker, die Bildhauer, die Komponisten, klar, sind die gegen TTIP und CETA. Es gibt in den Verträgen, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt in den Verträgen nichts, überhaupt nichts, was Künstlern nützen würde. Und natürlich die Kultureinrichtungen, die Oper, die Theater, die Museen, die Bibliotheken, die soziokulturellen Zentren, klar sind die auch gegen TTIP und CETA. Gerade der Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, wozu eben auch die Kultureinrichtungen gehören, ist extrem gefährdet durch diese Handelsabkommen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, das wirklich Besondere ist, dass auch die Kulturwirtschaft gegen TTIP und CETA ist. Das heißt, die Filmwirtschaft, die Musikindustrie, die Computerspielewirtschaft, die Verlage, die Buchhandlungen, alle gemeinsam sind gegen TTIP und CETA. Die Kulturwirtschaft, liebe Freundinnen und Freunde, die Kulturwirtschaft hat die Sorge, dass TTIP den großen multinationalen Medienunternehmen wie Google, Apple, Amazon noch leichteren Marktzugang nach Europa ebnen wird. Und das wird dann auf Kosten der kulturellen Vielfalt gehen. Das wollen wir nicht. Und erlauben Sie mir, dass ich von dieser Stelle aus hier auch unserem Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zurufe und sage, kümmern Sie sich auch einmal um die Kulturwirtschaft. Nehmen Sie die Sorgen der Kulturwirtschaft ernst und nicht immer nur kümmern um die Automobilwirtschaft. Liebe Freunde, ich möchte euch aber auch danken. Danken für eure Unterstützung in den letzten Jahren. Lange stand der Kulturbereich unter massivem Beschuss. Die Bundesregierung hat gebetsmühlenartig immer wieder behauptet,
Der Kulturbereich ist von TTIP und CETA gar nicht betroffen. Sie haben gesagt, wir bilden uns die Gefahren, die TTIP und CETA für den Kulturbereich mit sich bringen, die bilden wir uns ein. Sie meinten, wir wären ja so ein wenig hypochonderhaft, also eingebildete Kranke. Und ihr habt uns in dieser Zeit alle gemeinsam den Rücken gestärkt. Und dafür möchte ich hier einfach auch mal Danke sagen. Danke, dass ihr uns den Rücken gestärkt habt. Nämlich im letzten Jahr, 3 Tage vor unserer großen Demonstration in Berlin, wie sicher wurde, dass das eine mächtige, eine große Demonstration wurde, da lenkte nämlich die Bundesregierung auf einmal ein und bekannte Farbe. Dann hat sie auf einmal gesagt, ja, wir erkennen die Gefahren für den Kulturbereich vollumfänglich an. Auf einmal haben sie das gesagt, aber sie haben auch gesagt, macht euch keine Sorgen, wir schützen euch. Es wird euch nichts passieren. Sie denken jetzt nicht mehr, wir seien Hypochonder, nein. Sie denken jetzt ganz offensichtlich, wir seien gutgläubige Trottel. Wir wissen, liebe Freundinnen und Freunde, wir wissen, freiwillig wird die Bundesregierung uns nicht vor den Auswirkungen von TTIP schützen. Nur Druck, nur gemeinsam. Wird erreichen, dass wir geschützt werden. Der Kulturbereich, liebe Freundinnen und Freunde, der Kulturbereich ist stolz darauf, mit euch gemeinsam diesen Druck zu machen. Deshalb die Künstler, die Kultureinrichtungen und die Kulturwirtschaft stehen hinter euch. Gemeinsam werden wir TTIP und CETA verhindern. Dass Sie hier waren und das erinnert mich daran, alle großen sozialen Bewegungen, die Umweltbewegung, die Friedensbewegung, alle waren immer auch ein Bündnis mit Schriftstellern, mit Musikern, mit Leuten aus dem Kulturbereich, und das ist auch bei unserer Bewegung gegen TTIP und CETA so, und darüber bin ich wirklich froh. Liebe Freundinnen und Freunde, ich merke hier so ein bisschen Bewegung drin. Wir nähern uns langsam dem Ende der Kundgebung. Jetzt juckt es euch hoffentlich in den Füßen. Bewegt euch langsam Richtung Georgsplatz. Geht weiter, damit die nach euch kommenden hier noch auf den Platz kommen. Denn jetzt kommt schon der letzte Redner der Auftaktkundgebung. Es geht los. Bringt euch in Position. Lauft euch schon langsam warm in Richtung Georgsplatz, bitte. Ja, ich sehe immer noch hier rechts, dass das sehr stark tröpfelt und dass da könnte noch mehr Bewegung kommen. Wir sind doch eine Bewegung, liebe Leute. Insofern lasst uns das auch ein bisschen mit Bewegung zur Spitze der Demonstration. Ihr habt die Chance, an die Spitze der Demonstration vorzustoßen. Deswegen die herzliche Bitte, ich sehe da hinten, bewegt es sich auch ein bisschen. Geht jetzt langsam in Richtung der Spitze der Demonstration. Ihr werdet geleitet von den LED-Wänden und den Lautsprechertürmen. Ihr werdet nichts verpassen, auch nicht von der letzten Rede unseres letzten Redners. Und da geht es um Christoph Bautz. Christoph Bautz ist Mitbegründer und geschäftsführender Vorstand von Campact. Campact ist immer wieder unbequem, nicht unbedingt zur Freude mancher Politiker. Im Herbst letzten Jahres hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Pfeiffer dieses unverschämte Wort von der Empörungsindustrie geprägt und uns damit nicht stoppen können. Christoph Bautz hat sich davon nicht beirren lassen und gemeinsam mit vielen anderen eine klare Antwort gegeben. Auf nach Hannover und nicht nachlassen im Kampf gegen TTIP und CETA. Begrüßt mit mir Christoph Bautz von Campact. Ja, hallo Anti-TTIP-Bewegung, hallo Anti-CETA-Bewegung. Es ist toll, dass ihr alle hier seid, so viele Menschen, und die Sonne kommt auch raus. Super.
Morgen Abend, da treffen sie sich drüben in den Herrenhäuser Gärten, um TTIP wieder flott zu machen zum großen Festbankett. Ja. Angela Merkel, Barack Obama und ein Tross von Konzernvertretern. Sie bleiben natürlich unter sich. Wir Bürgerinnen und Bürger, wir sind nicht eingeladen. Doch so sehr sich die Köche auch einhängen werden für dieses Staatsbankett, ich bin mir sicher, der illustren Runde dort ist der Appetit heute vergangen. Wegen uns, wegen euch allen, wegen dieser breiten, vielfältigen und kraftvollen Bewegung. So viele Fahnen, so viele Menschen, so viele kraftvolle und freudige Gesichter, die es mit TTIP und CETA aufnehmen. Die Botschaft dieses Tages an Angela Merkel und Barack Obama ist: Wir könnten noch so viele Runden einläuten, mit Industrievertretern und euch hinter verschlossenen Türen treffen. TTIP und CETA, damit kommt ihr nicht durch! TTIP und CETA sind vor allem eins: zutiefst unamerikanisch und antieuropäisch. Denn sie verletzen unseren gemeinsamen Grundwert. Und das ist die Demokratie. Und das ist auch der Grund, warum auf beiden Seiten des Atlantiks eine solch vielfältige, breite Bürgerbewegung entsteht, die gegen diese Handelsabkommen kämpft. Gemeinsam sagen wir: Wir lassen nicht locker, bis TTIP und CETA endlich fallen und dieser ganze Handelsabkommensspuk endlich vorbei ist. Liebe Freundinnen und Freunde, was müssen wir uns alles anhören? Gabriel, letztens im Bundestag. Wir TTIP-Gegner seien gefühlige Angsthasen, die den Kopf in den Sand stecken und sich auf Demonstrationen wohlfühlen. Nein, lieber Herr Gabriel, wir können uns durchaus Besseres vorstellen, als bei diesen Temperaturen auf den Plätzen Hannovers herumzustehen und zu frieren. Aber wir können, wir wollen und wir werden es nicht nie mit ansehen, wie ausgerechnet ein Sozialdemokrat unsere Demokratie gefährdet und Arbeits- und Sozialstandards gefährdet, die Generationen der Arbeiterbewegung erkämpft haben. Lieber Herr Gabriel, wir sind hier, um das zu tun, was eigentlich Ihr Job wäre, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat zu verteidigen. Auch sonst versuchen Sigmar Gabriel und die anderen TTIP- und CETA-Fans ordentlich zu tricksen und verkaufen uns kosmetische Veränderungen als grundlegende Verbesserungen bei CETA und TTIP. Schiedsgerichte werden jetzt einfach umbenannt in Investitionsgerichtshöfe. Heißen jetzt ICS statt ISDS. Und Reiner heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Schlimmsten Auswüchse sind rausgekommen aus dem Vorschlag. Doch in der Substanz bleibt es bei einer Sondergerichtsbarkeit für Konzerne. Wir sagen, in einem Rechtsstaat hat eine Paralleljustiz für Unternehmen nichts, aber auch rein gar nichts verloren. Es werden jetzt auch Leseräume eingerichtet für die Abgeordneten. Ach, wie viel Transparenz. Da können jetzt die Dokumente gelesen werden, aber der Abgeordnete darf mit niemand drüber reden. Und die Abgeordneten werden wie Schulkinder beaufsichtigt. Das entmündigt unsere Volksvertreter und spottet einer parlamentarischen Demokratie hohn. Ihr habt vielleicht gehört, im neuesten CETA-Text, da gibt es jetzt auch ein Right to Regulate, ein Recht auf Regulierung. Doch der Begriff
ist weiße Salbe. Völlig nutzlos, weil rechtlich nicht durchsetzbar, ganz im Gegensatz zu dem Investitionsschutz durch Sonderklagerechte. Mit solchen Trostpflastern, mit wirkungslosen Placebos, lassen wir uns nicht abspeisen. Die einzige Medizin, die gegen TTIP und CETA hilft, ist laut und deutlich zu sagen, stopp TTIP, stopp CETA! Liebe Freundinnen und Freunde, bei TTIP, bei CETA, da wird es jetzt ernst. Der Vertrag ist fertig ausgehandelt, jetzt wird entschieden. Doch wir haben gleich mehrere Chancen, das Abkommen zu stoppen. Einerseits über die SPD. Wir haben es von Matthias Milch gehört, sie hat rote Linien gezogen und wir sagen klar, CETA reißt diese roten Linien. Den vielen kritischen Geistern an der SPD-Basis rufen wir zu. Seid mutig, verteidigt eure sozialdemokratischen Grundwerte und sagt beim Sonderkonvent im September der SPD Nein zu CETA! Endlich! Endlich was wagen, statt nur zu reden. Das können auch die Grünen in den Ländern. Und auch die Linken. In 12 von 16 Landesregierungen sitzen linke oder grüne Regierungsvertreter mit am Tisch. Gemeinsam können sie im Bundesrat dafür sorgen, dass CETA nicht die nötige Mehrheit bekommt und dann wäre das Ding tot. Den Grünen und Linken in die Landesregierung rufen wir zu, duckt euch nicht länger weg, sondern macht jetzt der EU-Kommission unmissverständlich klar, dass ihr für ein Nein zu CETA sorgen wird. Ihr Kretschmanns, ihr Al-Wazirs, ihr Habecks, wir wollen euch kämpfen sehen! Und ich freue mich, dass hier Tobias Flüger auf der Bühne angekündigt hat, bei CETA, dass die linken Landesregierungen Nein sagen und dass auch NRW diesen Schritt gegangen ist. Wir haben gute Chancen, CETA und TTIP zu Fall zu bringen. Denn unsere Bewegung ist vielfältig. Ja, hier demonstrieren Gewerkschafter zusammen mit Unternehmern. Hier demonstrieren Bäuerinnen und Bauern zusammen mit Tierrechtlern. Hier protestieren Mitglieder der Linkspartei zusammen mit Konservativen, die sich um die Zukunft ihrer Kommunen fürchten. Diese Vielfalt halten wir aus. Diese Vielfalt macht uns aus. Und nur in dieser Vielfalt werden wir TTIP und CETA besiegen. Aber eins zum Schluss. An einer Stelle zeigen wir klare Kante und das ist gegen rechts. Wer mit TTIP und CETA sein nationalistisches Süppchen kochen will und anti-amerikanische Ressentiments schürt, der ist hier falsch. Hier demonstrieren die Freunde der Bürger Amerikas, die Freunde eines solidarischen Europas. Und gemeinsam sagen wir Nein zu diesem ekelhaften Sumpf rund um AfD, Pegida und die Nazis im Nadelstreifen. Wir sind nicht braun, wir sind bunt. Ich muss zum Ende kommen. Nur eins ganz noch schnell zum Schluss. Dann, wann wir uns alle hoffentlich wiedersehen, und das ist der 24. September, an diesem Tag, seid ihr hoffentlich alle wieder da und bringt alle eure Freunde mit. Denn dann demonstrieren wir in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Frankfurt, in Stuttgart und das ist noch nicht ganz klar, in Nürnberg oder München. Und dann werden wir noch viel, viel mehr. Ihr seid alle wieder da. Ist das versprochen? So, und jetzt lasst uns gemeinsam Barack Obama, Angela Merkel und Sigmar Gabriel klar machen. Wer TTIP und CETA seht, der wird Sturm ernten. Unser aller Proteststurm. Los geht's! Ciao, macht's gut! Danke, Christoph Bautz. Und das, was er gesagt hat, könnt ihr bitte auch wörtlich nehmen, nämlich los geht's. Die Demonstration ist schon losgegangen, die Spitze hat sich schon
losbewegt. Sie ist schon fortgegangen, weil wir so viele hier sind auf dem Platz, weil so viele nach Hannover gekommen sind mit Bussen, mit Zügen, mit sonstigen Verkehrsmitteln, um gegen TTIP und CETA zu kämpfen. Deswegen werden wir jetzt hier das Programm auf der Bühne beenden und bitten euch ganz herzlich, euch zu der Spitze aufzuschließen der Demonstration. Wer jetzt noch hier bleibt, hat Pech gehabt. Wer jetzt weitergeht zum anderen Ende des Platzes und zu der Spitze der Demonstration weiterkommt, der wird demonstrieren jetzt gegen TTIP und CETA anlässlich des Obama-Besuches in Hannover. Los geht's! TTIP, stoppen!